So, und du gibst bitte deinen Bernstein an sie. Also sie hat jetzt definitiv wieder einen Bernstein. Und die anderen Mädels auch. Okay. Ich sehe ganz viele rote Punkte. Jo. Also, wir sind da letztes Mal runtergesprungen. Wir haben den Westen abgedeckt und den Nordwesten. Ich werde jetzt aber trotzdem wieder in den Westen reinspringen, damit ich da rauskomme, wo wir eben gerade waren, nämlich bei diesem riesigen Raum. Das sieht sehr wichtig aus. Und wir wissen, von hier aus kommen wir dahin. Du? Hey, du. Das ist nicht der Raum, wo wir waren. Ich bin doch sicher im Westen runtergesprungen, oder? Menno. Na gut, dann können wir jetzt den Westen abhaken. Oh, das ist mal eine fesche Tür. Wo führst du uns hin? Ich hoffe hier irgendwie, dass alle in denselben Raum führen. Das wird das Ganze doch ziemlich vereinfachen. Warum hat Tadana gerade so komisch gegrinst? Oh oh. War so ein Grinsen. Hihihi, wir werden alle sterben. Hihihi. Sie ist da ein wenig komisch. So, Ogerhäuptling. Tot. Du. Heilung. Du bist vergiftet, ja? Ja. Du. Heilung. Gegengift. So, alles gut. Oh. Du, Heilung, Girogon. Ja, nicht mehr allzu viel Platz zum Laufen. Und ich würde ungern nochmal vergiftet werden. Aber hilft nichts. Okay. Hau, 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 hau. Okay. Okay, okay, okay. Du, Heilung. Sie. Und das müsste jetzt ein Open gewesen sein, oder? Jedenfalls hier in dem Raum. Er sieht ziemlich ähnlich aus wie der andere Raum vorhin. Wo die eine Tür war, die wir nicht öffnen könnten, weil sie sagte, alle Wachen müssen besiegt sein. Oh, Goblin. Goblins. Oh, da ist gerade eine Tür aufgegangen. Ah, also kommt es echt auf die Wachen drauf an. Wenn man genug Gegner umbringt, geht irgendwo was auf. Frage ist nur, wo? Oh, hier war wohl was. Oh, was? Nein. Ah, da war eine Fallgrube. Das ist ja garstig. Du heil ihn. Aber eine blaue Fallgrube auf blauem Grund. Also einfach ein Loch, das man nicht sieht, weil alles gleich aussieht. Das ist schon fies. Müssen wir uns merken. Wenn wir nächstes Mal bei diesen komischen mehreren Türen in einer Reihe sind, dann ne, nicht runterfallen. Wobei ich bezweifle, dass wir mit Sprung rübergekommen wären. Also mit dem normalen Sprung. Den Zauber haben wir noch nicht. Oder? Nee, haben wir nicht. Oh, da geht's weiter runter. Da geht's raus. Wir wollen nicht raus. Wir wollen irgendwelche komischen Kanäle freimachen. Und ganz viele Sachen töten. Oh, 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 oh. Ja, ja, ganz ruhig. Komm, 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 komm. Komm. Oh, eine Kiste. Da ist schon wieder so ein Fallgrubending. Hier nicht. Ich hab's. Aha, Bernstein. Kriegst du wieder? Ich weiß nicht. Aha. Federfall. Jo, brauchen wir nicht.
Das sieht verdächtig aus. Das heißt, wir haben jetzt nur den Weg da runter. Okay. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wo wir sind. Also über uns oder unter uns sind schon mal recht viele rote Punkte. Und hier, oh, da ist eine Kiste. Mit dem falschen Charakter geöffnet. Das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Oh, das ist der große Raum, glaube ich. Gib bitte mal Lay Zauberpunkte. Du musst nämlich segnen. Gib immer noch mehr Zauberpunkte. Du musst segnen, du musst heilen, du musst heldentumisieren. Und dann gleich noch töten. Viel zu tun. Und so. Ach du. Das sind noch ein paar zu viele. Jo. Ah, und jetzt kippt sie gleich wieder um, wenn wir uns wegteleportieren haben. Deswegen Heiltrank auf dich. Komm, geh weg. Geh weg. Wir kommen gar nicht hoch. Das macht das Ganze gleich nochmal einiges interessanter. Wenn wir hier nicht rauskommen. Was mich allerdings daran erinnert, dass wir unbedingt Stadtportal kaufen sollten. Hast doch fast nur umgebracht. Das ist nicht schön. Du. Es hat geklappt. Zauberpunkte für sie. Oh oh. Yeah. Oh. Du, Heilung? Jo. Komm her. Schön nach und nach einzeln davon umbringen. Oder panisch dran vorbeilaufen. Du. Geschafft. Gesicht. Was? Ihr müsst alle Bernstein. Wir hatten alle Bernstein. Doofes Ding. Ich mag die Hallen des Feuerlords nicht. Ist doch ganz schön happig. Also als ich gelesen habe, ja, sind nur Spuren vom Goblins, dachte ich mir, ach, das ist Pipifax, da können wir durchrasen. Aber es sind einfach zu viele. Und wir haben nicht wirklich Möglichkeiten zu schlafen, weil das alles über, unter und durcheinander verschachtelt ist. Wie schaut es mit den Stufenanstiegen aus? Hätten wir jetzt hier auch noch über. Ich denke, ich mache einen kleinen Abstecher nach Freehaven gleich. Also, es ist definitiv machbar mit ein, zwei Anläufen noch, aber immer wieder so stur reinrennen ist mir doch ein wenig zu fad. Können wir dir helfen? Deswegen, oh, 1400 schon. Heilen wir uns hier kurz. Laufen weiter nach Westen, nach Freehaven. Gucken uns da ein bisschen weiter um, geben Geld aus, packen Geld in die Bank. Nur für den Fall, dass wir nachher alle elendig verrecken in dem Ding da und dann alles Gold weg wäre. Das wäre ja auch nicht so schön. Und dann probieren wir die Hallen des Feuer, was auch immer, in ein, zwei Folgen nochmal. So, du kannst das da mal mitnehmen. Ach ja, Zivilisation, wo nicht jeder gleich nach Bernstein schreit und uns sonst umbringt. Trainingshalle war auf dem Marktplatz ähnlichen Dingen. Also die Frage, wo der war. Da, beim Brunnen, okay. Ja, genau, das Schild. Zip. 16, 16, 16, alle 16. Goodie. Oh, und das muss unbedingt zu ihm. Noch jemand kaputt? In irgendeiner Form? Nein.
weiß nicht. Buch des ich Wissens. Aha. Bolzen, feiner Ring. Weg, weg. Punkteverteilung. Du hast 8 Punkte. Die kommen bei dir. Auf Kette. Du musst unbedingt 4 Punkte drin haben. Also zum schneller angreifen und auch zum mehr aushalten. Und du brauchst 4 Punkte in Leder und du brauchst 4 Punkte in Kette. So. Damit sie alle ein bisschen defensiver angehaucht sind. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich nach Burg Ironfist zurückreisen und da dann zu den Expertenlehrern gehen. Die sind ja alle direkt in der Nähe von dem Stall. Brauchst du ein Pferd? Darkmoor. Nee. Wo war der andere Reitstall? Er war nicht allzu weit weg, das weiß ich noch. Oh, und Geld für Zauber ausgeben. Meisterränge haben wir noch keine gesehen für die Elementarschulen, oder? Ich glaube nur Experten. Ah, hier ist der andere Stall. Rüstung, Taverne, nein. Genau, hier waren die 4 Experten. Dass du da bist. Nein, hier waren die 4 Gilden. Wasserschule, sehr gut. Wasser, die Magie der Veränderung. Stadtportal. Auf normalem Rang kann nur im Freien verwendet werden. Auf Expertenrang auch in geschlossenen Räumen. Und auf Meisterrang überall und Wahl des Zielorts. Was ist mit Nähe von Gegnern? Das wäre für mich interessant. Aber so oder so ist das Ding gekauft. Verzaubern ist auch gekauft. Wasserwandeln ist auch gekauft. Und das war's dann, glaube ich, auch schon. Schutz vor Kälte brauchen wir auch. Eisbombe. 25 ZP. Nee. Nee. Aber wir haben schon mal sehr viel ausgegeben. Du. Was? Achso. Bolzen, okay. 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 So, die können später weg. So, du kannst jetzt verzaubern. Aber du bist nur Experte, also werden die Sachen nicht besonders gut. Trotzdem probier mal die Schuhe zu verzaubern. Ne. Ist nicht hoch genug. Okay. Das hat schon Verzauberung, das wird auch nicht hoch genug sein, weil das der allererste Ring ist. Schade. Probier mal deine Rüstung zu verzaubern. Also, sie kann jetzt erstmal eine Weile nicht zaubern, weil sie gerade hat. Tada! Rüstungsklasse plus 6. Kann man nicht meckern. Also damit können wir schon mal eine ganze Weile Zeit investieren. Kälteresistenz plus 6. Ja. Währenddessen laufen wir mal irgendwo anders hin. Damit wir nicht nur dumm in der Gegend rumstehen. Nicht genug Zauberpunkte. Oh ja doch, das kostet dezent Zauberpunkte. Sehe ich jetzt erst. Die sind alle weg. Bringst du uns nach, Iron Fist? Whitecap. Was zur Hölle ist Whitecap? Sattel die Pferde. Fragen sie unsere Helden. Weiß natürlich. Hufeisen sind es auf jeden Fall schon mal. Und unsere Helden wissen jetzt, woher die Stadt ihren Namen hat. Taverne. Oh, Herr Reinstut, was? Großer Turm, eine Bank. Och, ich glaube, wir kriegen das Gold schon ausgeben. Sieh dich ruhig um. Kaufen, 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 kaufen. Vielen Dank. Rüstung. Rüstungen im Land. Och ja, Ultra-Handschuhe klingt schon mal sehr gut. Kommt mit. Plus 12 Schild. Bis demnächst. Du den dahin. Verzaubern. Ultra-Handschuhe. Ultra-Handschuhe mit Charisma plus 9. Die bekommst du. Die können weg. Was haben wir hier?
Klingenspitze. Axt, Speer, Stab. Ja, er muss ja eigentlich noch auf eine zweite Waffengattung festlegen. Weil zwei Schwerter ist nicht so wirklich toll. Aber Schwert in der linken Hand und was anderes in der rechten Hand, das ist schon schick. Axt wäre recht naheliegend. Ich kaufe ihm Axt. Axt macht nämlich später auf Meistergrad pro Punkt ein mehr Schaden. Schwerter auf Meistergrad macht halt nur, dass man es in der linken Hand tragen kann. Also wenn wir in der linken Hand das Schwert haben und in der rechten Hand Axt, geht es nicht besser, was Schadensoutput angeht. Was haben wir hier noch? Flussufer Akademie. Nö. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Mitgliedschaft in der Gilde des Schattens. 1000 Goldstücke. Diesen Happen. Aber Talana drängt uns irgendwie dazu, das doch zu machen. 1000 Dank. Zu nett von dir. Oh, oh. Wir werden... Hey, was? Wow, okay. Das ist doch ein wenig zu heiß, das Pflaster. War interessant hier, aber ich denke, wir sollten erst später wiederkommen. Und uns ganz schnell ins Gasthaus verkriechen. So, jetzt verschwinden. Komm schon. Das ist eine Abzocke. Die wollen nur, dass wir länger im Gasthaus schlafen. Freehaven. Sehr gut. Das war ein interessanter Ausflug. Führt uns heute nirgendwo hin. Okay, dann speichern wir jetzt ab. Und morgen schauen wir uns weiter um, wo wir noch so hinreisen könnten. Und wenn wir nichts Ordentliches finden, gehen wir halt zurück zu den Hallen des Feuerlords. Das ist ja halt so am passendsten für uns gerade, denke ich. Aber gut, ich speichere erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.